Da sind wir wieder bei der Schlacht gegen Lu Bu mit Shao Houdun. Im letzten Part hat Shao Houdun wieder sein Auge verloren. Ihr wisst es ja, die Schlacht hatten wir ja schon mal gehabt mit Tian Wei. Und jetzt wollen wir hier alles durchschnitzeln, was uns im Weg ist. Was ich mich auch gerade gefragt habe. Erstmal schön, dass ihr wieder da seid, liebe Freunde. Was ich mich gerade frage, im nächsten Kapitel verlieren wir ja leider Tian Wei. Und Tian Wei müsste ja eigentlich alleine unterwegs sein. Also er ist ja mit Cao Cao alleine unterwegs gewesen. Also eigentlich müsste dann rein theoretisch halt die Mission dann nicht spielbar sein. Die war ja auch damals auch nicht spielbar. Da war es ja auch mit den Beinen alleine. Oh, jetzt geht's los. Wir sind jetzt gerade da, wo halt auch alle auf uns warten. Hallöchen, da bin ich. So, wo ist Shen Gong? Derjenige, der hier überhaupt die ganze Sache irgendwie hat. Da ist Shen Gong, der wird auch irgendwie auch jetzt gemacht. Oh, ein Morgengrauen auf jeden Fall, geil. So Jungs, jetzt kriegt ihr wieder eine schöne Schnitzelei hier gerade. Und zack, 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 die werden keine Chance haben. Nur dass die Shen Gong. Weiß gar nicht, ob das auch so damals gewesen ist, dass nur den einen Teil hast du halt, ich glaube, das war sogar auch der sechste Teil. Da hast du wirklich gesehen, wie er halt Shao Houdun sein Auge noch hatte. Also sein, hat er noch gehabt. Und in der nächsten Szene war halt die Szene, wo er sein Auge verloren hat. Und dann hat er wirklich auch seine Augenklappe dann in der nächsten Szene gehabt. Mann, ich hasse das hier gerade mit den ganzen Waffen hier und so weiter. So. Meine Fresse. Die nerven diese Waffen. So, Shen Gong ist tot. Die Waffen schweigen. Danke. Jetzt zu dir, Lu Bu. Doch, du bist am Ende. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ich bin nicht verliebt. Ich bin nicht schwul. Zack. Das hat deine ganzen Truppen beschwachen und so weiter. Zack. Und Lu Bu ist tot. Er ist ja besiegt. Er ist aber nicht tot. Und Victory, Freunde, Victory. Wir haben gewonnen. Yes. Geile Scheiße. Das war ein sehr leichter Sieg für uns. Ah, das hat auch Klappi getan. これも加工トンと順位君の働きあれば曹操殿は助手の戦いでその力を示した。でも民を苦しめ帝を軽んじる董卓を討つべく挙兵した時のように。なるほど。正しさと強さを示せば天下万民の理解も得られるということか。申し上げます。李閣、各氏らの手から逃れた検体が洛陽で助けを求めているとのこと。<笑>都合のいい話が舞い込んできましたね。殿。 ここは救援に応え帝を保護するべきかと。これほど分かりやすい正しさは他にありません。しかし帝を救うのならば急がねば。各地の諸侯も同じようなことを考えるはずです。よし、分かった。準備が整い次第、洛陽に向かうぞ。
Alles klar. Dann auf nach Luoyang, liebe Freunde, den Kaiser eskortieren. Ja, ist jetzt schon wieder. Noch mehr Zwischenszenen? Achso, wir konnten uns gar nicht vorbereiten, weil wir sofort Oh mein Gott, da ist Dian Wei. Wir können ihn nicht weitersehen. Wir wissen, dass er gestorben ist. Der arme Dian Wei. Es tut mir, es ist so traurig, ihn da zu sehen. Ach, wusstet ihr eigentlich, dass Dian Wei einen Sohn hat? Der hat einen Sohn. Und, ja, er hat den gleichen Posten eingenommen wie halt wirklich halt sein Vater. Und hat halt sogar auch noch eine ganze Menge andere Sachen geschafft. Also er lebte wirklich sehr, sehr lange. Der Sohn von Dian Wei. Er ist natürlich jetzt nicht so. Also er war jetzt nicht so stark wie halt sein Vater selbst. Hat aber auch nur eine ganze Menge halt für Wei oder halt für Cao Cao halt hinbekommen. Er war seinem Land sehr treu auf jeden Fall. So, wir sind in Luoyang angekommen. Der Kaiser freut sich, uns wiederzusehen. Hi, Cao Cao, wie geht's dir? Oh, so, Dono. Yoku so oide kudasatta. Heika ga omachi kane desu. Sendatte no toutaku no saagi yori kono kata. Rakuyo no kouhai wa omotta ijou ni shinkoku na you desu na. このまま洛陽を帝の御座所としてはご不便も多くまた防備に不安もありましょう我が巨匠であれば帝にご安心いただけるかと巨匠か洛陽は陛下にとって思い出深い地ではあるが背に腹は変えられぬすぐに陛下に奏上を申し上げます李克、各地の軍が洛陽の西に展開しました。一部はすでに洛陽の市中に入り込んでいる模様です。なんと、己あの逆賊ども、恐れ多くもまたぞろ陛下を稼働化すつもりか。東将殿、ことは急を要するようですな。陛下には一刻も早く洛陽を脱出していただきましょうぞ。毛徳、古老館方面に炎章の軍がいるぞ。先方に顔料と文集を置いているあたり、やる気を隠すつもりもないようだ。うん。わしらが帝を保護した時を見計らい、力ずくで奪う算段か。あの炎章にしては準備がいい。洛陽の西にいる李克らの陣を破れば、迂回して巨匠へと迎えるな。満潮、南の様子はどうか。南には白亜州出身の楊鳳殿の軍勢がいます。彼は李克の配下だったと記憶していますが、決別したのかここまで帝を護衛してきたようです。楊鳳殿本人についてはいい噂を聞きません。ですが、あの軍には私の古い知り合いがいます。彼の戦力を当てにできるのは大きいと思いますよ。ほう、お主の知己か。名を何という？徐光殿と言います。己の研鑽に目がない変わった御仁ですが、信頼には足る人物かと。そこは私が保証します。よし、ならば満潮、お主の知己を当てにしよう。今我らの背後に李克ら、正面に炎章。今後他にも敵が来ることが十分に考えられる。だがかの者らに陛下を奪われるわけにはいかん。皆行くぞ。陛下を無事巨匠までお連れするのだ。Dann werden wir das jetzt tun. Boah, das ist auch so eine Sache, die ich voll scheiße finde. Das wissen wir ja. Darf ich jetzt angreifen? Ja.
Danke. Das wollte ich jetzt gar nicht. Egal. Gut. So, zack, damit ist er tot. Jetzt müssen wir ihn erstmal wieder dahin bringen, zu dieser kleinen Hütte, die da vorne war. Das müsste man doch eigentlich sehen, dass da irgendwas sein könnte, oder? Ein normaler Typi? Wenn ich so eine schöne Villa sehe, dann muss ich mich doch fragen, könnte da nicht vielleicht ein Kaiser sich versteckt haben? Oder? Das ist der nächste Attentäter, den bringen wir jetzt einfach mal um. Ein Angriff! Alles klar! Okay, cool. So, damit ist er auch tot. Wir können weiter. Tja, wenn ihr so blöd seid und überhaupt irgendwie was machen wolltet, ist doch klar, dass ihr sterbt. Mein Gott. So, wie gehe ich eigentlich diesmal vor? Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich das alles mache am besten. Weil diesmal habe ich ja einen Fehler gemacht beim letzten Mal, habe ich einen riesen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe ja einfach gegen Yuan Shu gekämpft, obwohl ich nicht gesehen habe, dass wir schon längst in Yu Zhang gewesen sind. Deswegen werde ich eins machen. Ich werde dann erstmal Lu Bu killen. Und dann werde ich Chun Yu Yuan Shu platt machen. So, das wollte ich gerade sagen. So, wir sind gleich da. Hallo. Was wollt ihr denn hier? Oh Gott, er soll voll stark sein. Ich bin Level 25. Mir ist es egal, was du machst. Mal her, du. Kleiner Arsch. Hörst du mal auf hier. Du kannst nichts, du bist nichts und du bist einfach nur ein Idiot. So. Das war's.見事だ、加工隊よ。ここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。面倒かけんな。くれぐれもよろしく頼むぞ。 Aber auf jeden Fall, der Kaiser hat sich zurückgezogen, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall weiterkommen. Und unsere nächste Aufgabe wird es gleich sein, Yuan Shus Truppen zurückzuschlagen. Das werde ich machen, das werde ich machen, das werde ich machen, das werde ich machen, das werde ich machen. Und die anderen Aufgaben mache ich alle später. Also fangen wir erstmal an, diese Aufgabe hier zu erledigen, also die hier. Das ist meine erste Aufgabe und da will ich mich eigentlich importen. Ich kann mich da nicht hinporten. Oh. Warum kann ich mich da nicht hinporten? Level 26, ernsthaft? Gut, dann fangen wir an mit Yuan Shus Truppen auf jeden Fall. Und dann machen wir, dann gehe ich zum Tor. Werde da Yuan Shao platt machen und dann mache ich nur Lu Bu platt. Das ist mein Ziel, Freunde. Das ist mein Ziel. Und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich kann da nicht schneller hinreiten. Das finde ich voll scheiße. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, du willst jetzt zu dem Portal, zu diesem Punkt geportet werden, weil du sowieso noch voll lange hinreiten musst. Ist ein bisschen schade, aber ist auf jeden Fall machbar. Ich würde euch gerne so viele andere Charaktere zeigen, aber das geht ja leider nicht. Könnte er die ganze Zeit eigentlich in vollem Modus zocken und so weiter, das bringt aber auch nichts. Nein! Nein, 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 nein. Oh, lauf doch einfach. Das mit dem Pferd haben sie auch irgendwie komisch gemacht, wenn ich irgendwelche Berge runterreiten möchte.
Aber so komme ich halt am schnellsten zu den Gegnern, weil sonst müsste ich ja übelst lange laufen. Okay, irgendwo anders scheint auch wieder ein bisschen Krieg zu sein, was mich immer nicht interessiert, weil hier ist nur die Eskorte wichtig. Ich will halt noch versuchen, noch so viele Erfahrungspunkte wie möglich zu kriegen. Kann ich auch halt sagen, okay, ich mache das alles jetzt offscreen. Nein, mache ich nicht. In diesem Spiel mache ich nichts offscreen. Außer halt ein bisschen trainieren, aber das müsst ihr ja wirklich nicht sehen. Attacke! Ich werde schon mal ausziehen. Ich finde, es sieht voll cool aus, wie das so. Ja, das über den Nacken so hält, das Schwert. Das sind auch halt Kleinigkeiten, die ich einfach cool finde. Lasst mich doch! So, da bin ich schon. Hallöchen! Zack. Wieder halt auf Button Smashing hier, aber das finde ich immer cool. Zack. Alter, diese ganzen Truppen sind einfach so schnell tot. Und wir sind gerade komplett allein. Das heißt allein, aber hier sind ja noch ein paar Truppen, die trotzdem kämpfen. Ah, Zau Zau ist da, cool. Und das heißt, die sind auch hier tot. Wie schnell sie einfach alle gestorben sind. Boah, warum mache ich gerade so viel Schaden? Achso, weil ich wieder das Schwert wieder habe. Also den Power-Up. Bam, bam, bam. Also ich weiß, mein Arbeitskollege hat mir letztens was erzählt, und zwar er ist jetzt bei Liu Bei im Kapitel 7 ist er jetzt gekommen, weil er gemerkt hat, okay, das hat ja doch nicht so gut, wenn ich überall hinlaufe und so weiter. Aber er hat gesagt, es wird auf jeden Fall noch krasser werden. So. Und das ist einfach das, was mir gefällt. Weißt du, du kannst einfach hier bei Dynasty Warriors kannst du zocken ohne Ende. Das macht übelst viel Spaß. Jetzt mach ich mal meine Luft an, so. Alles klar. Wie viele Leichen hier liegen. Und es ist wieder voll. Alles klar. Dann machen wir den nächsten Block. Der Bodenmusu ist einfach nur eine krasse Attacke, muss ich ganz ehrlich sagen. 10 Gold schon wieder bekommen und. Oh, fast alle tot. Wir sind alle tot. Wir haben alle gekillt. Cool. Schön. Jetzt bin ich ja ganz schneller, aber. Ne, ich habe Verteidigung hoch. Ah, Yang Feng, cool. Er hat sich doch uns auch angeschlossen. Und wir haben einfach mal alle gerade niedergemetzelt. So, das war das hier gewesen. Konfrontation mit Yang Feng. Das wäre der, der gerade eigentlich auf unserer Seite war. Nee, warte mal. So, machen wir das hier. Was war denn das? Achso, das war das, wo wir gegen links antreten. Ja, okay. Das werden wir auch ganz schnell das hier auch machen. Ich glaube, da war sowieso Lubu gewesen. Dann machen wir den noch platt. Konfrontation mit Lubu. Da müssen wir auch noch killen. Habe ich damals nicht gemacht mit Dian Wei. Oh, wo sind wir jetzt hin? Da hinten müssen wir hin. Ich bin bald Level 27. Das ist auch heftig. Eure Freunde, der Part ist schon wieder vorbei. Mein Gott, wir haben so viel zu tun hier noch. Lubu ist unser nächster Gegner, den wir dann seit zum. Naja, er will unbedingt. Warum will er den Kaiser haben? Bringt nichts. Warum willst du den Kaiser haben? Ja, der hat keinen Nutzen für dich. Ich schränke mich hier mal ganz kurz noch rüber. Mit der Platte gemacht. Aber das machen wir dann im nächsten Part, Freunde. Danke wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Dynasty Warriors 9 mit Shaohudun gegen Lubu. Macht's gut, Freunde. Tschüss.